Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Goemon Shinsei Shumei. Und wir versuchen uns nochmal bei der starken Strömung mit diesem komischen Gummiboot durch dieses Level zu jagen. Diesmal mit Reisbällchen ausgerüstet, müsste es doch diesmal klappen. Hoffen wir mal das Beste. Auf geht's! Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist nicht so toll, wenn diese Kappas hier auf mich angesprungen kommen und das hier anfängt zu laggen. So, weg mit euch. Gut, der Anfang klappt schon mal wunderbar. Ah, scheiße! Weg, los weg mit euch. Ich kann diese Kappas hier echt nicht mehr ertragen. Vor allem die feuerspuckenden Kappas, die gleich noch kommen, die sind richtig fies. Vor allem wie ich da am besten vorgehen soll, das ist mir echt ein Rätsel. Naja, wenn ich jetzt irgendwie... Okay, das war dumm. Krepieren sollte, dann werde ich mal gucken, dass ich... Scheiße, warum konnte ich auf dieses Boot? Ups. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das kam jetzt echt überraschend. verdammt. Ich habe doch eigentlich nur nach unten gedrückt und nicht unten und nach rechts. Verdammt. Oder wurde ich von irgendwas runtergestoßen, wovon ich nichts mitgekriegt habe? Das würde mich aber wundern. Scheiße. Eine Bootsparty ist nicht lustig. Zumindest nicht in diesem Spiel. Das haben die richtig fies gemacht, die Leute von Konami. Also, dieses Level ist richtig fies. Das kann man gar nicht anders ausdrücken. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich das mit etwas Glück schaffe. Ich meine, die Level hier in diesem Spiel sind ja nicht gerade besonders lang. Deswegen hoffe ich, dass das hier auch so zutrifft. Und das nicht allzu lang ist. Weil das schon schwer genug ist, definitiv. Und das gerade mal für die zweite Welt von wahrscheinlich 6. Deswegen hoffe ich jetzt, dass mir hier kein Unglück geschieht. Okay, weg mit dir. Du auch, na, scheiße. Na gut, ich habe noch meine Reisbällchen, wenn ich jetzt irgendwie draufgehen sollte. Das wäre dann also halb so wild. Wenn ich jetzt Mangel an Leben irgendwie sterben sollte. Ach, jetzt geht links rum, ach du Scheiße. Ah, bloß aufhören. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Wasserfall hier. Ah, okay, meine Reißbällchen sind weg. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das. Ja, jetzt muss ich auch noch springen. Ihr verlangt Sachen von mir. Okay, das ist jetzt richtig unfreundlich. Jetzt muss ich auch noch auf Baumstämmen hüpfen, oh Gott. Aber wenigstens habe ich das Schlimmste, glaube ich, jetzt überstanden. Okay, jetzt muss ich nur noch das hier halbwegs überleben. Irgendwie, es ist mir zwar ein Rätsel wie, aber wenn ich das hier geschafft habe, bitte, oh Gott sei Dank! Boah! Meine Fresse, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das schaffe. Mein Puls schlägt gerade wie sonst was, das könnt ihr mir glauben. Puh. Gott sei Dank, ey. Damit habe ich bei weitem nicht gerechnet, dass ich das echt hinkriege jetzt. Puh. Jetzt muss ich mir auf jeden Fall ein neues Reisbällchen holen und nochmal im Hotel übernachten. Definitiv, sonst werde ich das hier nicht überleben. Puh. Jetzt muss ich echt erstmal verschnaufen. Das war gerade echt zu viel für mich. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, die Reisbällchen nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Und ja, das hier wäre eigentlich am besten, aber das kann ich mir nicht leisten. Also nehme ich das. Gut. Nein, ich will den Laden verlassen. Genau. Man sieht sich. So, jetzt noch einmal im Hotel übernachten. Dazu muss ich nochmal nach links. War doch jetzt links, oder? Ja, war links. Also habe ich doch richtig gesehen. Gut. Und dann werde ich mal schauen, was uns da in dem kommenden Level für den Boss erwartet. Erstmal übernachten. Ja, passt sogar noch mit dem Geld. Und dann hoffe ich, dass das jetzt komplett auffüllt. Na, fehlt ein bisschen. Schade. Egal, speichern noch einmal. Und dann heißt es auf zum Boss. Ja, nehmen wir das. Und gespeichert. Wunderbar. Und dann kann ich hier wieder gehen. Ich hatte zwar ein bisschen Angst davor, was mich hier für ein Freak, Ninja Freak erwartet, aber gut. Was kann schon Schlimmeres kommen als Hanzo?
Ich glaube, noch Schlimmeres. Und ich will es ehrlich gesagt nicht erwarten. Na gut, auf geht's in die dunkle Höhle. Sieht zumindest aus wie eine dunkle Höhle, also gehen wir mal in die dunkle Höhle. Oder in diesen Felsen. Okay, es ist eine dunkle Höhle. Gut, weiß ich Bescheid. Was ist das da unten? Das sieht aus wie ein Gegner. Das ist auch einer. Okay. Da unten ist Geld oder sowas. Ja, es war Geld. Na gut, das Level sieht wenigstens noch angenehm aus. Wenn ich jetzt hier wenigstens noch Upgrades bekommen würde und nicht die ganze Zeit hier mit meinen stumpfen Katana rumschlagen müsste. Nein, ich schmecke nicht. Ach du Scheiße. Das Vieh hat mich mit einem Haps gefressen und ich bin sofort tot. Okay, sofort Spinnen meiden. Ab heute habe ich auch eine Spinnenphobie. Nein, habe ich nicht. Aber das ist ja richtig fies. Wenn man da noch nicht mal... Boah, Leute. Das ist gerade mal die zweite Welt und man kann hier schon sofort sterben. Das hat schon bald Mega Man-Style. Definitiv. Na gut, dann mache ich diese Spinne oder auch nicht weg. Aber das ist richtig fies, wenn die... Na, oh, verdammte... Spinnen hier. Das ist richtig fies. Wenn diese Mistviecher einen einfach mal so auffressen können und dann gleich sofort töten. Und diese Viecher kriegen gar nicht kaputt, wie es aussieht. Dann lasse ich sie einfach mal da hängen. Okay. Ah, dann muss ich jetzt zusehen, wie ich hier heile durchkomme. Ohne dabei drauf zu gehen. Gut, das war jetzt momentan der sicherste Weg. Ist hier irgendwas versteckt vielleicht? Ich gucke mal. Das sieht nämlich sehr stark danach aus. Nur Geld. Schade. Ich hatte jetzt was Besseres erhofft. Ah gut, diese Spinne kann man wenigstens töten. Das ist schon mal sehr schön. Wenigstens die schlimmeren Viecher, die einen sofort umbringen können, kann man hier vernichten. Okay, das war jetzt... War es jetzt ein Katana-Upgrade? Ich habe es gar nicht erkennen können. Oder war es Futter? Und hier komme ich, glaube ich, nicht weiter, oder? Ach so. Diese Spinnennetze kann man als Trampoline benutzen. Das ist ja auch mal interessant, die Mechanik. Also ich habe hier echt geniale Ideen eingebaut. Ah, mein Upgrade ist weg. Danke, Spinne. Danke. Diese Mistviecher wollen einen echt hier tot sehen. Also dieses Level wird wahrscheinlich noch ein bisschen anstrengender als dieses Boot-Level, was ich eben hatte. Das glaube ich bald. Aber gut, wenigstens weiß ich jetzt, dass ich vor diesen Spinnen hier etwas aufpassen muss. Schade, dass ich die so nicht treffen kann. Das ergibt keinen Sinn. Aber gut. Was ich natürlich noch probieren könnte, ist Ebisos Hammer. Ob der vielleicht da was auswirkt. Schauen wir mal, ob der da draufhauen kann. Nein, bringt auch nichts. Na gut. Dann bleibe ich erstmal bei Yui. Ich wollte bei Yui bleiben. Was hat die überhaupt mit Dreieck? Hat die noch gar nichts, okay? Das heißt, ich kann nur mit ihren Katana schlagen. Schade eigentlich. Und da ist auch nur Geld. Gut, das Geld lasse ich da am besten liegen. Bevor ich hier... Was ist das denn? Achso, das ist so ein Energiedings. Oder wartet mal. Was ist das denn überhaupt? Okay, das ist cool. Und Shuriken hat sie auch. Sehr schön. Also Fernangriffswaffen hat sie auf jeden Fall auch. Die kann man hier sehr gut gebrauchen, glaube ich. So, und da ist mein Katana-Upgrade. Yep, jetzt ist es definitiv abgegradet. Durch die Schlagsfarbe, die sich jetzt geändert hat. Da oben komme ich nie zufällig hin. Nee, das klappt so nicht. So, jetzt will ich erstmal diese Spinne da loswerden, bevor mir nochmal dieses Missgeschick passiert. Ich habe nämlich keinen Bock, nochmal runterzufallen. Ich habe bald so das Gefühl, dass mich hier so eine Art Spinnenboss erwartet, aber... Das glaube ich eigentlich ja wenig. Oder eine, die sich hier mit Spinnen wohlfühlt. Jura mit den langen Haaren, oder? Wie hieß die noch bei Inuyasha? Diese komische Tusa, die auf jeden Fall auch so langes Spinnenhaar benutzt hat. Wer erinnert sich eigentlich noch daran, an die Inuyasha-Folge? Scheiße, scheiße, ich schmecke dich. Okay. So, das haben wir geschafft. So. Ich hoffe, das Level nimmt auch mal ein Ende. Ist ja schon bald so schlimm wie dieser komische Tokyo Tower bei der ersten Welt. Tja.
Checkpoint! Wow, wow! Ich hab's vergessen! Scheiße! Ah, toll, da erreiche ich schon mal den Checkpoint und was passiert? Ich gehe drauf! Na gut. Das war fies. Aber jetzt passe ich etwas mehr auf. Und weg hier. Ab geht's! Ach, hier sind nochmal Trampoline. Ich finde, hier sind echt zu viele sofortige Tod-Umbringen-Spinnen, die einen gerne mal aufmampfen wollen. Und jetzt kommt diese Spinne hier auch noch. Als wären die Fressspinnen nicht schon genug. So, und wunderbar. Yay, Leben! Auch wenn ich nicht viel verloren habe, aber das kann man echt gut gebrauchen hier. So, hoppsala. Nein! So, diese Uhr, da will ich auf jeden Fall haben. Sehr schön. Obwohl, bräuchte ich diese Uhr eigentlich? Die bringt eigentlich auch nicht viel. Okay, wir sind beim Boss. So, mal schauen, was das jetzt für eine ist. Und vor allem, wie die heißt. Okay, die streiten sich noch. Ah, Hallöchen! Die macht ein trauriges Gesicht. Okay, die hat einen merkwürdigen Namen, wenn ihr mich fragt. Also... Naja, ich will sie jetzt auf jeden Fall bekämpfen. Also weg mit den Textzeichen, die sowieso leider nicht ganz übersetzen kann. Okay, jetzt sieht sie furchteinflößend aus. Scheiße, hier muss ich... Ah! Ui! Die hat ein heftiges Schwert. Ah, da steht's. Kojiru. Kojiru? Ich sag ja, die hat einen merkwürdigen Namen. Oh, verdammt. Okay, das macht sie dann auch. Das ist ja richtig fies. Okay, da muss ich das im richtigen Moment mal machen. Ah, streck dein Schwert, genau. Nochmal. Nee, das geht nicht. Okay, scheiße. Scheiße. Und die hat so viel Energie. Noch viel mehr als Hanzo. Aber die hat ein leichteres Muster als Hanzo. Auf jeden Fall. Das steht fest. Also die ist auf jeden Fall etwas einfacher als Hanzo. Ich hoffe, ich kann auch von da jetzt starten. Wäre fies, wenn nicht. Schauen wir nochmal das Ganze. Das will ich jetzt auf jeden Fall wissen. Ja, wir starten da. Na Gott sei Dank. Wenigstens etwas, was ich erreicht habe. Schade, man kann diesen Text nicht einfach so überspringen. Okay, auf geht's. Nun wirst du... Naja, wahrscheinlich noch nicht drauf gehen, aber... Ich werde dich auf jeden Fall jetzt ein bisschen alle machen. Zumindest so, dass ich... weiß, wie ich am besten gegen sie vorgehen muss. So, alles klar. Und weg hier. Das Ganze macht sie zweimal, einmal unten, einmal oben. So, wie ihr seht, der Boss ist wirklich leicht. Ich frage mich, was sie für einen Impact hat. Da habe ich zwar schon ein bisschen Angst vor, aber im Prinzip bin ich froh, dass sie an sich recht leicht ist. Wie ihr seht. Also wirklich schwer ist sie nicht, wenn man wirklich vorsichtig ist. Dann klappt das schon wunderbar. Oh, schon wieder? Okay, das ist fies. Das ist fies. Ah, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, scheiße. Okay, das kann ich wahrscheinlich wirklich knicken. Also wenn ich gegen die vorgehen muss, dann sollte ich auf jeden Fall am besten mit einem Reisbällchen dazu und definitiv dann auch noch mit einer Weste. Dafür reicht das Geld leider nicht. Na gut, Leute, beim nächsten Mal werden wir nochmal gegen Kojiro antreten und dann mit Reisbällchen auf jeden Fall ausgerüstet. Und dann hoffentlich wird es reichen für einen Sieg. Wir werden es ja sehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.